Hallo ihr Lieben, die 12. Rauhnacht, der 4. und 5. Januar steht für den Dezember. Symbolisiert Zaubernacht. Der 5. Januar ist dann eine sehr wichtige Rauhnacht. Diese Nacht wurde im Brauchtum auch Zaubernacht oder Hollernacht genannt. Ein letztes Mal herrscht ein wildes Treiben am Himmel. Wotan mit seinem Gefolge, die Perchten mit ihrer wilden Schar und Frau Holle mit ihren Gestalten toben in einem tosenden Sturm umher. Sie strafen, was zu strafen ist, bringen aber Segen und Glück all jenen, die ihren reinen Herzens sind und vor allen Dingen, die in dieser Zeit geruht haben und die Arbeit haben liegen lassen. Dies war traditionell die Nacht, in welcher man den stärksten Schutz brauchte, aber auch den größten Segen empfangen konnte. Noch heute finden vielerorts in dieser Nacht Perchtläufe statt. Auch die drei Königskinder sind unterwegs und für milde Gaben bringen sie schützende, mit Kreide geschriebene Symbole an die Haustür an. Es war die Nacht, in welcher der Bauer sein Gehöft nochmals gründlich ausräucherte und eine kleine Gabe für die Perchten und Wotans Heer vor die Türe legte. Danach wurden Fenster und Türen geschlossen und man wartete das wilde Treiben im sicheren Heim ab. Ja, Rituale für diese Rauhnacht sind Räuchern Haus und Hof nochmal gründlich aus. Ja. Mit zum Beispiel einer Rauhnacht-Mischung oder ja, Wacholderbeeren, Fichte, whatever, was du der Meinung bist, dafür nehmen zu müssen. Manche nehmen Weihrauch pur, würde ich persönlich jetzt nicht empfehlen, aber das ist eure Sache. Dann natürlich den Kreis mit der Kreide zeichnen, also den Druidenfuß. Und Kupfer als Wegzoll, ganz wichtig. Und auch die Kerze, die die bösen Geister vertreibt und die guten anzieht. Genau, hier steht's. Male ein Pentagramm oder einen Schutzkreis vor deine Tür. Und bestücke ihn mit Reisegeld, also Kupferkügelchen für die wilde Schar. Male mit Kreide die Zeichen C plus M plus B an die Haustüre, so wird das Jahr über kein Übel die Schwelle zum Haus übertreten. Diese Zeichen wurden erst nach der Christianisierung angebracht und bedeuten so viel wie Christus segne unser Haus. Lateinisch für Christus Mansionem Benedictat. Also das muss man jetzt nicht machen. Da ich nicht dran glaube, würde mir das zum Beispiel nichts bringen. Also ich mache es nicht. Aber ich male den Druidenfuß nochmal neu. Achte auf die Träume in dieser Nacht, denn die sollen in Erfüllung gehen. Also hoffentlich habt ihr keine Albträume in der Nacht. Und lasse die Kerze im Fenster brennen. Genau. Ja, das war die 12. Rauhnacht. Und auch hierzu werde ich euch wieder eine Meditation anhängen, damit ihr da auch noch mal was habt.